Moin, ihr Lauser und herzlich willkommen zu einem weiteren Türchen des Krachmucker Silvesterkalenders. Ich möchte noch einmal das Thema Pagan Metal aufgreifen. Ich hatte mich ja mit dem Stefan von Jörmungandr über verschiedene Alben unterhalten. Wir sind dann aber auch so auf viele andere Themen zu sprechen gekommen. Und ich wollte da jetzt noch einmal kurz die 10 mir wichtigsten Pagan-Alben vorstellen. Und das ist auch so ein bisschen der Sinn dieses Videos. Euch nochmal fragen, wenn ich ein zweites Video, ein größeres, mit einem Gast, sowas funktioniert in diesem Fall nur mit einem Gast, was würde euch da interessieren? Welche Thematik? Wo können wir nochmal drauf eingehen? Was hat euch beim letzten Video mit Stefan gefehlt? Oder welchen Aspekt hättet ihr gerne nochmal etwas beleuchtet? Schreibt es mir gern in die Kommentare. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen im Schnelldurchlauf, aber nochmal kurz durch, warum ich mir diese Alben aufgelistet habe und was ich mir dabei gedacht habe. Natürlich, Bathory, Hammerheart, brauche ich jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Das ist der Grundpfeiler. Da sind sich auch, so wie ich das jetzt auch verstanden habe, alle einig. Und in dieser Viking-Phase von diesen drei Alben, ne, Bloodfire, Death, Hammerheart, Twilight of the Gods, das sind sowieso Klassiker, würde ich jetzt noch die Blood on Ice mit dazu setzen. Großartig. Falkenbach, großartig. Also wirklich das erste Album von ihm. Das bringt mich auch immer wieder wahrscheinlich, ich habe den einen Song auf dem Sampler gehört, das hatte ich ja auch alles schon erzählt, aber Falkenbach ist auch musikalisch einfach da zur damaligen Zeit schon unglaublich gut gewesen und auch heute. Wie gesagt, ich finde auch, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, den Vergleich zu Summoning manchmal gar nicht so falsch, weil es auch diese Epik hat. Falkenbach ganz wichtig. Storm, Norderwind, das Projekt auch von Fenris und Satyr und Kari. Weiß ich gar nicht, ob das so oft genannt wird. Als ich das damals das erste Mal gehört habe, fand ich es sehr ungewöhnlich, hatte so, aber irgendwo sehr charmant. So, ne? Und es beschäftigt sich ja nun genau mit dem, was dieses Genre ausmacht. Enslaved Frost, muss ich, glaube ich, echt nichts mehr zu sagen. Eins meiner wichtigsten Black-Metal-Alben überhaupt. Eins von diesen dreien, die ich mir als erstes damals auf CD gekauft habe. Das habe ich thematisiert. Diese klirrende Kälte, ob es nun Viking-Metal ist oder Pagan-Metal, es spielt jetzt erstmal keine Rolle. Diese klirrende Kälte, auch diese Epik, auch dieser, ja, dieser ganze Sound und dieses Songwriting, unglaublich. Helheim, ähnlich wie bei Enslaved, würde ich sagen, krasser Gesang. Einfach nochmal ein krasser Gesang, der zwar sehr extrem ist, trotzdem aber finde ich gut zu ertragen, fast schon harmonisch. Bei Silencer jetzt einfach mal, die Death Pierce Me hat ja auch diesen Extremgesang. Da ist das wiederum ganz, ganz schwierig. So. Menhir Thuringia. Ich mag einfach den Kitsch an dieser Band. Ich weiß nicht, ob die Band jetzt unterschreiben würde, dass das, was sie machen, kitschig ist. Aber irgendwie finde ich dieses Zusammenspiel aus dem Keyboard und diesen Melodien und dem Klagesang toll. Finde ich einfach ein tolles Album. Enziferum, das erste Album, geht für mich auch auf jeden Fall klar. Tumulus ist ja aus Deutschland jetzt wirklich eine ganz alte Geschichte. Da habe ich eben die Split mit Mock sehr häufig gehört. Kann da auch natürlich die Vodoreide noch mit dazu nennen. Aber die haben irgendwo ja auch das geprägt, was man später dann so, denke ich mal, auch als deutschen Pagan so ein bisschen kennt, ne? Helruna mit der Frostnacht, markanter Gesang und vor allen Dingen diese Faszination aus dieser totalen Reduziertheit. Ist da überhaupt irgendwann mal eine Solo-Gitarre zu hören? Das ist wirklich ganz reduziert und trotzdem hat das eine ganz enorme Stimmung. Älter als das Kreuz, das ist ein großartiger Song. Vatruna habe ich letztes Mal ganz ausgelassen. Kann man jetzt sagen, dass das ja gar nichts mit Pagan Metal zu tun hat. Natürlich ist es kein Metal. Ich habe mich das so ein bisschen darauf bezogen, dass natürlich der Quidraven von Gogoroth diese Band aus der Taufe gehoben hat. Und auch der Gal von Gogoroth am Anfang auch gesungen hat. Und irgendwo ist dann doch auch diesen, ja, ich sage jetzt einfach mal, Spirit auch atmet. Und auch wenn es jetzt nicht direkt in das Genre reingehört. Auf jeden Fall etwas ist, wenn man so dieses gesamte Konzept betrachtet, super gut zusammenpasst. Und das soll es auch gewesen sein. Mir war jetzt wichtig nochmal die Fragestellung, was euch da interessiert aus der ganzen Geschichte. Macht's auf jeden Fall gut. Ich sitze hier in der Diele, ist ein bisschen kalt. Wünsche euch einen schönen Tag, bis morgen.